Das unterbrechen wir mal kurz. Du heilst ihn so, dann heilst du ihn so. Oh, das ist noch nicht mal durchgetickt. Das ist ungut. Das ist wirklich dann ein nerviger, starker Boss. Das war unser Tank. Diesmal lade ich. Wir gehen das nächste Mal erst auf die Kleinen los. Denn die machen einfach zu viel Schaden. Die müssen als erstes weg. Sonst haben wir keine Chance. Ich dachte, ich könnte sie mehr oder weniger ignorieren und mit Flächenzaubern unterprügeln, aber scheinbar nicht. Genau du. Okay, der ist tot. Uah. Unser Tank ist fast tot. Das ist nicht so gut. So, jetzt bist nur noch du übrig. Das ist gut. Das war unsere Heilerin. Ah, nicht so toll. Okay, wir schaffen den noch, ob unser Tank das aber überlebt, ist die andere Sache. Okay, er hat's überlebt. Sogar mit einem Level Up. Smaragdschlüssel. Er erhöht einfach so den Schaden und sinkt den angekommenen Schaden um 5 für 20 Sekunden, wenn Wutschrei gezaubert wird. Ja, klingt nicht schlecht. Er hat einen Gegenstandsrüstungswert. Ah, letztes Gefecht. Mehr Rüstung. Erstmal. Schildwall. 12 Sekunden lang 40% weniger Schaden, 3 Minuten Abklingzeit. Hm. Na gut. Hier haben wir. Der ist...
Was für Serikal? Das kann er seinen blauen Ring eintauschen, genau. Kann jemand mit dem was anfangen? Nicht wirklich, so wie ich das sehe. Nö. Den kannst du noch nehmen. Ihre Beweglichkeit ist wichtiger als ihre Ausdauer gerade. Frage ich mich aber doch, ob es hier nicht irgendwo einen Schalter gibt. Weil das sieht mir aus wie, wie ein Weg zurück irgendwie. Ernsthaft? Okay. Oh, Tränke. Also nein, ich habe nicht gewusst, dass die Dinger geheime Schalter sind. Muss ich auch immer, wenn ich die sehe, die überprüfen. Hehe. Ja, wie kommt man hier rein? Also ich weiß, da kommt man durch. Allerdings habe ich keine Ahnung wo. Das Gitter hier konnte man auch nicht öffnen. Oder? Druckplatte ist das auch nicht zufällig, oder? Nö. Weil da, das sieht irgendwie so verdächtig aus. Aber das klingt nicht so, als ob es da was gemacht hätte. Den haben wir schon probiert, ja. Nö. Fackeln sind auch nicht verdächtig. Ja, da könnt mich mal. Der macht auch nichts. Den kann ich mal wieder mitnehmen. Und hier war der Rätselraum. Ja, da brauche ich gar nicht gucken, weil... Ich glaube nicht, dass die Entwickler jetzt so gemein waren und im Rätselraum die Lösung hingelegt haben. Steine? Okay, die Steine hier. Au. Ich sollte die Treppe nehmen. Also ja, ich probiere jetzt mal noch was. Das war zu hoch. Das hat hier nichts gemacht, ne?
Oh, ich habe da eine Idee. Nee. Wir hatten ja gerade schon mal das Rätsel mit den Steinen. Würde mich nicht wundern, wenn es da noch ein Rätsel mit Steinen hier gibt. Das war LP008, was ich geladen habe. Ich wollte eigentlich den Quicksave laden. Nein. Ich habe es jetzt um die Ecke geworfen, aber ich glaube, ich habe nichts gehört. Nee. Ha. Aber ich habe mir gedacht, dass das hier vielleicht die Lösung wäre. Weil hier sehe ich auch keine Druckplatte oder so. Und das Gitter sieht für mich auch normal aus. Ja, ganz ehrlich, die Steine, die waren nicht umsonst hier. Ich muss ja wohl nicht gegen die Kerzinhalter werfen, oder? Das könnte ich noch ausprobieren mit dem einen Stein. Also ja, ich habe jetzt dagegen geworfen, aber das hat auch nichts gebracht. Wie lang ist mein letzter Save? Ah, Autosave. Wann war der? Bevor oder nachdem ich die Steine geworfen habe? Oh, der war hier. Okay. Ja, der Ring geht an dich, genauso wie die Halskette an dich geht. Und ja, die Map hatten wir hier schon. Gut. Hier war der Joke. Das hier?
Erstmal F5 speichern. Nee. Keine Reaktion. Es muss etwas mit dem Gitter hier drüben zu tun haben. Weil das zieht nicht. Toll, jetzt hängen die beiden Steine da fest. Jetzt hängt der Stein da fest und das hat alles nichts gebracht, oder? Nein. Du bist immer noch nicht offen. Mist. Okay, ein Versuch noch. Nicht auf der Seite. Weil hier kann ich werfen, wie ich will. Das bringt alles nichts. Nö. Weißt du was? Ich gehe jetzt wieder an das Gitter und speichere dort erstmal richtig. Und dann werde ich wie immer nachgucken. Also jedenfalls nachgucken, ob ich ja an der richtigen Stelle bin. Hier geht's runter, da will ich nicht hin. Bei solchen Gitterrätseln kenne ich definitiv aus dem Stoff Grimburg. Und ja, eigentlich müsste ich doch hier hin. Aber ja, wisst ihr was? Das machen wir doch schnell. Da sind wir mal ganz schnell Speedy Gonzales. Und Tatsache. Oh, das war nur das. Auch gut. Jo, okay. Das heißt, bevor wir dann uns den Bossfight ansehen, der wahrscheinlich hier sein wird, so wie ich die Map einschätze,
Gehen wir an diese Stelle hier und speichern. Das ist jetzt LP009. LP009. Okay. Und dann sehen wir uns gleich wieder.